So. Zurückmarsch. So. Ja, Essen ist eine super Idee. Jo. Essen klingt doch schon mal passabel. Okay. Das kann hart werden. Wir müssen uns am besten irgendwie einen rauspicken oder so. Da Okay, ist es ist jetzt nicht so erstmal nur gemein. einer. Schieß doch, Mann, ey. Vielleicht würdest du eher in den Nahkampf gehen mal. Was sind für kleine widerliche. Das ist ja eine Hand. Das ist ja ein ganzer Arm. Hinter dir! Ja, ich Also. weiß es doch schon. Ist doch schon. Gott, Vieh geht tot, Alter. Ich kann mich doch nicht von so einem blöden Arm hier kaputt machen. Ist ja noch einer. Wird doch. Warte mal, eben kurz heilen, Mann. Ja, ich mache doch gar nichts. Ich stehe doch hier nur. Warte, warte. Ich Warte, warte. bis ich heilen. Bis ich die Heilung benutzen kann, das dauert jetzt erstmal eine Minute. Wir sollten uns langsam. Langsam. Nein! Scheiße, schon wieder hier krabbelnde Arme. Alter, das gibt's doch Ja. nicht. Eklig. Ich glaube, die tauchen einfach auf, wann und wie sie wollen. Toll. Oh, hier sind noch mehr. Junge, greif doch einfach an. Also ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Ja, ich. Ich bin gleich tot. Ich kann, muss dich jetzt erstmal reinlassen. Ich sterbe sonst hier wieder. Ich muss gerade erstmal meinen eigenen Hintern retten. Kann mich nämlich auch noch nicht heilen. Ja, ich muss auch erstmal kurz meinen eigenen Hintern retten. Ich kann mich nämlich auch noch nicht heilen. Oh, das kann hart werden. Danke, ich bin mir nicht sicher, ob das hier das Richtige ist, was wir hier tun sollen. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ja. Weißt du, die Arme kommen hinterher. Nicht irgendwas, so eine Riesenheilung oder so? Toll, was war das denn? Weißt du, ich mache mir eigentlich eher Gedanken darüber, dass ich mehr Schaden mache als du. Ich mach's dir auch, ich weiß auch nicht warum. Ja, ich auch nicht. Warte mal, ich nicht, was hat denn das damit zu tun? Ich glaube nicht, dass wir hier sind. Ja, genau. Lass alles raus. Nee, ich habe irgendeine Fähigkeit von mir verwendet. Nicht da rein! Hatte ich nicht vor. Weiß man ja nicht. Oh, das ist Elite. Darf jetzt aber auch nichts anderes kommen. Kurz warten.
kurz ein bisschen viel war. Ja, bei mir geht's. Ich habe wieder volles Leben. Aber das Ding, was ich hier habe, ist gut. Den einen, der kann man ignorieren. Wenn es geht. Oh, Schlagen ist doch super. Findest du? Nein. Okay. Warte, nichts machen erstmal. Erstmal wissen, was passiert, wenn wir das hier tun. Was tust du denn da? Weiß ich nicht, ich hab da einfach drauf. Wir sollen die in Brand stecken. Weiß nicht, ob sich das bei dir auch aktualisiert. Wie heißt das denn? Keine Ahnung. Alte Flammen. Habe ich jetzt gerade hier gar nicht. Hast du die Quest draus nicht angenommen? Doch, bei der Tussi da. Warte mal. Wie kann ich das denn da nicht machen? Oh, hier, ich anfühle. Warte mal ganz kurz. Ja. Ja, würde ich mal kurz irgendwas bei WhatsApp schreiben, danke. Okay. Okay. Wo rennt er hin? Wo rennst du denn? Ja, wo rennst du? Ja, ich bin nur dir gefolgt. Ist einfach abgehauen. Ach so, ja. Geh du voran. Oh, Scheiße. Ich wollte nicht angreifen. Zwei. Ja, das habe ich dann auch gesehen. Erstmal auf einen konzentrieren, versuchen. Ja, ich wollte welchen du angreifst, deswegen. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich wollte auch mal mitschreien. Ja, die eine Fähigkeit, die ich da habe, ist echt gut. Die wehrt halt so einen gewissen Teil an Schaden ab. Und dann bekomme ich erst, wenn da lila das Streifen weg ist, bekomme ich dann Schaden. Na, okay. Ja gut, das ist echt praktisch. Schutzschild. Das ist schön, wenn du das immer triffst. So, dich müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen mitgeheilt haben. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Doch wurde es gerade mitgeheilt. Kurzzeitig. Ey, Mensch, passt doch. Schlange ist super. Ja, kurz. Die HP wieder voll sind. Ist irgendwie so eine Ablenkzeit für die verdammten Tränke, dass das schneller geht? Also ich könnte jetzt schon wieder, aber... Wenn ich irgendwas anderes, dann macht die Scheiße. Ja, natürlich jetzt gerade alle wie auf mich. Aber hochgeheilt. Also mit der Fähigkeit kommt, die dann auch gekommen, wo man dann auswählen kann, ob man angreifen oder heilen möchte. Das ist eigentlich ganz gut. Okay. Das ist dann immer, wenn ich runtergehe. Wenn ich
ich dann so auf den Boden gehe. Dann kann ich uns beide gleichzeitig heilen, kurzzeitig mit dem einen Schild. Ah. Ich weiß nur nicht, durch was das jetzt genau ausgelöst wird. Achso, okay. Weil dadurch komme ich gerade ganz gut klar. Okay, wir kommen auf jeden Fall gleich wieder auf den Gang, den wir schon kennen. Das ist ja eigentlich gut. Ja, hier waren wir schon. Das sind die Kriecher. Lass mal die Kriecher sein. Mhm. Warte. Da ist irgendwas. Ja. Erstmal mein Schild. Den großen, ne? Ja. Oh, greif doch an, ey. Gut. Ich weiß gar nicht, wie man deinen Namen so ausspricht. Donal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hi, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Und sorry, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ich bin im Namen einfach grauenvoll. Das, mussten einige schon auf grausame Weise herausfinden. Oh, ein grausames Schicksal. Ja, das ist wirklich ein grausames Schicksal. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Namen falsch ausspricht. Wobei, mein Name wird tatsächlich auch oft falsch ausgesprochen. Man sieht, dass da ein A und ein E ist und kein Ä. Ah, okay. Übersehen das echt welche? Also ich gucke immer erst so zweimal, überlege dann, okay, wie wird es ausgesprochen? Und versuche es dann, ja, irgendwie. Oh Gott. Das werden wir nicht überleben. Na gucken. Aber aus Blödheit greift sie trotzdem an. Ja, natürlich greift sie an. Mitten ins Gefecht hier. Was soll denn schon schief gehen? Ja, nicht, ne? Ich hab ja meine Mutti dabei. die lässt mich schon zurück im Notfall. Ja, stimmt. Ja, die lernen alle AI. Ja, stimmt. Habe ich ja auch gelernt, aber ich bin, wie gesagt, meinen Namen sprechen auch oft viele falsch aus. Adriane kommt teilweise bei raus oder. Oh Gott, was kam denn noch? Adrilia? Heißt aber halt auch Aidaria. Deswegen, ich bin es gewohnt, dass man auch meinen Namen halt falsch ausspricht. Deswegen, wie gesagt, das tut mir leid, nicht so viel. Aber ich achte, oder versuche halt darauf zu achten, dass ich da auch alle Buchstaben erwische. Läuft doch alles wunderbar hier, wunderbar. Ja, siehst du, läuft doch wunderbar. Mit meiner einen Fähigkeit, die ich hier habe, ist doch alles tutti. Alles tutti, frutti, Heiterkeit. Ja, oder? Ja, ne? Ey, besser könnte es nicht laufen. Oh Gott. Aber nicht mit uns. Warte. Was denn? Lock-Taktik, nicht dahin rennen. Was denn? Ist doch nur einer. Ja, und hast du gesehen, wie viele da unten sind? Hast du es gesehen? Das ist grauenvoll. Hast du gesehen? So viele schaffen wir nicht. Also das wirklich nicht. Das ist jetzt hier Lockvogeltaktik, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ah, hört das dann auf. Irgendwie hing hier gerade was zu spät. Ja, es hängt auf weiterhin. Ich kann nicht angreifen. Ah, jetzt. Ist ja ungünstig in dem Fall. Ja, so minimal. Ungünstig ist es. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Er kommt hier hoch, also ich glaube, das. Ja, ist ja eigentlich gut, wenn er hochkommt. Aber wir, ich so weiter weg ging nicht, oder? Ich warte, dass er sich aufwacht, hallo? Sag mal. Ich will mindestens einmal eben volle HP haben. Kann ich dich? Du kommst. Nicht! Oh Gott, renn doch nicht immer hinterher! Halt, Flock! Eben gerade hast du dich beschwert, dass ich zu weit weg bin. Jetzt war ich zu nah dran, kannst du dich mal irgendwie einbringen? Ich dachte, du könntest. Ne?
du siehst, was ich da tue. Versuche. Ich sehe doch nicht, was du da tust. Woher soll ich das denn wissen? Du weißt doch selber nicht mal, was du da tust, Mann. Doch, weiß ich. Ich weiß das nicht oft. Aber diesmal wusste ich es. Es ist auch immer nur so ein Versuch. Weil die da unten teilweise in Zweier-, Dreier-Teams rumlaufen. Dann lieber so. Für alle, die nicht wissen, was wir hier tun, wir sind gerade in so einer Instanz und haben eigentlich keine Ahnung, wie wir hier überleben sollen, aber wir versuchen es trotzdem irgendwie. Das hat so ziemlich genau getroffen, ja. Ja, würde ich auch mal so sagen. Okay, den kann ich nicht angreifen. Das Schlimmste ist, wir müssen den kompletten Raum leer räumen. Mist, es kommen drei. Wenn nicht sogar noch mehr. Nein, es kommt zwei. Hatte ich meine Kugel jetzt? Nein, hatte ich nicht. Mal. Schild. Ja, das ist dasselbe wie du, nur mit weniger Schreiben. Ja. Ja, ich mach's halt ein bisschen geladener. Boah, heil dich! Oh Gott. Das werde ich nicht überleben, das sag ich dir direkt. Hm. Hau ab! Da bin ich doch! Ja, nee. Nicht ganz. Ja, ohne dich schaffe ich es nicht. Ja, ich eile. Also ohne dich wird das hier... Ja! Oh Gott. Bist du jetzt auch ziemlich weit hinten in der Höhle? Ja. Wie gesagt, ohne dich wird das jetzt hier ein bisschen tricky. Ja, wenn du es jetzt noch tausendmal sagst, dadurch bin ich auch nicht schneller. Es tut mir leid, ich beeil mich doch. Oh. Ach da. Hey, hier. J, komm mal hier hin. Puh. Ist das aufregend hier? Ja, du kleiner Grabunhold. Hier schneide ich an. Ich sterbe. Ich sterbe ganz gewaltig. Du machst dagegen. Was? Oh. Mach ihn platt. Heute noch. Ja, dann muss er. Komm mal hier hin. Ich kann nicht stehen bleiben. Wenn ich stehen bleibe, bin ich tot. Oh. Ja, und ich kann ihn nicht treffen, weil du nicht stehen bleibst. Okay, ich lass mich töten. Nein! Ja, alles. Bleib da nicht stehen. So, jetzt. Oh. Kleiner Puffer. Fall doch mal jetzt um Miststück. Mal. Doch nicht du. Ja, ich weiß, dass du mich nie gemeint hast. So, jetzt dauert's. Ist doch, was wir angreifen können. Das war eine Scheiße. Meine Fresse. Ich weiß gar nicht, was du hast. Lief das super? Ja. So richtig. Auf jeden Fall. So richtig schön. Super! Scheiße. Ja! Hey, scheiße lief's nicht. Also. Nein, hab ich scheiße gesagt. Ich meine, es lief schön. Ja, ne? Würde ich auch mal so sagen. Ja. So. Dann mal ein bisschen Nahrung. Nahrung. Oh, das hat's ja voll gebracht. Plus 12 Vitalität, Wahnsinn. 12 Punkte. Ah, ihr habt's ja voll drauf, ey. Na, da sieht jetzt auch noch was. So. Okay. Was hat er denn? 10 Schicksal, 10 Resistenz. Oh, das ist weit. Hör auf, da hinzurennen! Bleib. Hä? Wo ist er hin? Hallo? Ja. Er hat davon profitiert.
Okay. Im wahrsten Sinne. Oh, scheiße. Wie viel sind es jetzt? 3. Ja gut, aber die gehen noch, die gehen noch. Das geht's? Okay. Wenn's denn mal funktioniert. Ja, ich glaube, da müssen wir. Ja, wir müssen hier unten hin. Da haben wir keine Wahl mehr. Ach hier, das sind diese Kotzmaschinen. Okay. Ich kümmere mich kurz um die Kotzmaschinen. Beziehungsweise. Gut, ich würde uns gerne jetzt. So gut, das Heilen hat nicht geklappt. Auch nett. Jetzt. Yes. Sieh doch mal den anderen an hier. Den kleinen da? Nein, nicht du. Ich meine, mein Charakter. Ach so. Weil der nicht tun wollte, was ich wollte. Ja, durch deinen Abhauen sind sie verschwunden. Wir dürfen jetzt nicht abhauen. Ja, wir dürfen aber jetzt. Ja, wir dürfen jetzt aber nicht abhauen. Wenn du abhaust, müssen wir das immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder neu machen. Du musst jetzt. Wenn du jetzt stirbst, musst du sterben. Weil sonst müssen wir das. Das verschwindet ja nicht. Ja, dann warte kurz, bis meine HP voll ist. Wieder drauf. Jo, guck mal, jetzt hier drauf, dann machen wir die von hier oben kaputt. Ja, geil wär's, ne? Aber ich glaube. Mit Pfeil und Bogen. Klar, das funktioniert leider nicht. Ja, wir müssen ja auch langsam durch. Mir drückt der Helm, ich muss meinen Hut wieder aufsitzen. Ja, was kann ich dafür, was du so brennend Schädel hast? Ja. Das macht mich minimal nervös. Was? Dein Hin und Her. Mach doch gar nicht. Doch nicht. Na gut. Ja, sofort. So, erstmal auf die Kompagnons. Ja gut, okay, warte. Ach, Junge, hau doch. Jetzt hau doch mal drauf. Oh. Ey, der schlägt einfach zu oft daneben. Ich meine, wenn ich treffe, dann mache ich auch Schaden, aber. So, der jetzt erste auf ist den. Kaputt. Jetzt auf den dicken? Ja. Ja, die anderen beiden sind tot. Also. Den einen habe ich mich allein gekümmert, den anderen da habe ich ein bisschen seelischen Beistand gegeben. Alter, ich versuche gerade, ich zögere gerade hier so sehr meinen Tod raus. Ich weiß. Ich würde auch so gern helfen, aber. Also, oh Gott, nein. Treff einfach. Treff doch einfach. Naja, jetzt passiert ja aber gerade was anderes. Jetzt. Da, genau, ich bin tot. Ja. Die letzten. Oh ja, klar, jetzt holst du doch deine Kriecher. Beeil dich bloß hierher zu kommen. Okay, den Rufer habe ich. Beeil dich. Ja. Gut, ich selber werde drauf gehen jetzt. Warte. Scheiße. Warte. Die haben mich zurückgedrängt. Wir müssen noch alles von vorne machen. Sie haben mich zurückgedrängt. Bis zu dieser Stufe haben sie mich zurückgedrängt. Ja, ich glaube, wir schaffen das nicht. Will ich mal so das sagen. Das glaube ich auch. Hm. Das war eine sehr bescheidene Idee, hier reinzugehen. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Oh. Ja, zum Eingang mal gucken da irgendwie.
Problem ist, uns fehlt nur noch ein einziger besiegter Unholz, um zumindest die eine Quest abzuschließen. Ja, soll, aber. Ja, wäre wenigstens bei so einem. Aber wo bist du schon? Ach, da. Kommt hier aber auch nirgends woanders lang. Ja, gut. Dafür müssen wir dann wohl noch ein bisschen stärker werden. Das glaube ich auch. Lass uns hier raus, ihr Freaks. Ich dachte gerade kurzzeitig, ne? Oh Gott. Nein, nicht wieder rein! Bloß nicht. Später reisen. Ich will jetzt aber gerade mal was gucken. Okay, jetzt kann ich nur noch das einwenden. Wahrscheinlich, weil du, jetzt... Gruppen... oder? Nee. Wann hast du jetzt das Recht, da irgendwas auszuwählen? Nö, irgendwie nicht. Oder? Ja, keine Ahnung. Ich kann nichts mehr machen. Ist aber dasselbe. Dasselbe heißt? Ja. Große Grabhügel, bla, Hexenkönig. Da, wo wir gerade drinnen waren. Mehr kann ich nicht auswählen. Ich hab hier nicht. Ich hab nur das, wenn ich dahin gehe. Also steht bei dir nur das Labyrinth, Utron, Goth, Barabba. Genau, das Labyrinth, genau. Aber warum kann man denn jetzt mal auswählen, was man... Egal. Verstehe ich nicht, das System. Kommst du? Ja, warte mal eben. Ich muss jetzt eben schnell die letzte Runde mit dem Hund. Da kommt für dich kein Weg dran vorbei. Minimal da kannst unpassend. Du auch nochmal. Geht nicht anders. Hätte eigentlich schon vor einer halben Stunde gemusst. In der Zeit setze ich mich mal kurz hin. Dann müsstest du dich aber mal beeilen. Ja, warum? Den Grund schreibe ich ja gerade. Achso. Warte mal, ich guck mal kurz. Beeil mich, dauert nicht lang. Letzte Runde ist eh kurz. Bis gleich. Bis gleich. So. Den gucke ich einmal kurz, was wir geben können. Also das hier können wir auf jeden Fall abgeben. Also das ist weit weg. Das brauchen wir nicht. Das hier. Ach, warte mal, war das hier mit den. Ja doch, ich glaube, das ist mit den einzelnen Hügelgräberhöhen, wo wir hin müssen. Den lücken wir auch mal ein. Lutz Farning. Ich glaube, Lutz kommt sogar in den Büchern drin vor, meine ich. War doch der in Bre in diesem, im Gasthaus zum Tänzenden Pony saß und da kriegscremig war, glaube ich. Der, glaube ich, eher auf der Seite der Orks und so, der Bildwisse war. Das kann auch sein, dass das in einem Spiel gewesen ist. In dem, wie zum ersten Teil. Wo ist das hier? Ah, das ist im alten Wald. Das loggen wir ein. Was sucht möglich von... Gut, und das hier loggen wir einfach mal ein. Wie gesagt, es geht gleich sofort weiter. Ich mache hier gerade erstmal das Organisatorische. So gucken, wo wir dann gleich als nächstes hin können, damit es nicht so lange dauert. Höhe überhöhen, dadurch dann den Ring, den ihr gefunden habt, zum Grab seines Bruders in Bre zu bringen. Ah, okay, das ist also nach Bre. Oder dann können wir das trotzdem einmal wegmachen. Das ist sowieso erstmal weg.
Oder wir gehen allgemein nach Bree. Wäre auch nur eine Möglichkeit. Können wir da die Hauptstory weitermachen? Wir laufen trotzdem ein. Wie weit ist denn Bree von hier weg? Weg? Wo ist da? Warte, da sind wir. Da ist Bree. Da gab es doch, glaube ich, hier irgendwo einen Weg durch. Ich glaube. Ja, hier. Da. Würde ich sagen, gehen wir dahin, dann Richtung Bree. Da waren wir nämlich noch nicht. Wo war jetzt das nochmal mit den... Ah, das war das hier. Gräber von Taradan, Oron und Ringdor. Taradan, Oron und Ringdor. Die liegen... Nein. Die liegen... Oron würde auf dem Weg auf jeden Fall liegen. Ringdor und Taradan. Dann auf jeden Fall noch ins Hügelgrab von Oron. Würde ich sagen. So. Kleine Idee. So. Dann können wir auch gleichzeitig nochmal ins Buch der Taten schauen. Versuche hier noch zu vervollständigen. Stimmt, das hier muss ich noch offscreen einmal machen. Da hatten wir jetzt die Outland-Braumeisterei noch nicht fertig und den verdorbenen Kuchen. Mache ich denn offscreen? Hier ist das Breeland. Bei Gästen brauche ich 47. Hier sehe ich hier fliegen viele Orks. Was sind denn Zirperkirper? Wands, Briganten, lieber Gästen. Also hier gibt es manchmal so Monsternamen, wo ich mir auch so denke, so, what? Besiegte Räuber im Breeland. Heiter Wald, Goldbeeres Quelle fehlt noch. Erkunde den alten Wald, Ruinen des Breelandes. Mit dein. Stimmt, und die ganzen Blumen fehlen noch. Es gibt nämlich im alten Wald so komische Blumen, die wir finden können, müssen, sollen tun. Und für 15 Punkte wäre das eigentlich ganz, ganz nice. Ich glaube, es wird ewig dauern, bis wir mit dem Spiel irgendwie mal ansatzweise durch sind. Ich hoffe, der gute Kleine beeilt sich ein bisschen. Es ist viel zu langsam Nacht. Oder es ist Nacht. Stimmt, wir könnten derzeit mal kurz die paar Gästen erledigen. Dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Nicht der Gramm. Na! Absicht. Das ist eine pure Absicht. Noch einer? Nee, das ist so eine blöde Feldratte. Feldratten brauchen wir nicht. Da hinten ist so ein Wauzi. Sollen doch Hunde sein, oder? Die paar Gäste. Auch noch einer. Wir sind hier relativ viele. Das Ganze ein bisschen einfacher. Ey, das ist auch noch eine Feldratte. Feldratte. Wir brauchen Wauzis. Nein, du bist eine Feldratte. Oh. Noch ein Wauzi.
Ja, keine Angst. Kompagnon, müssen wir gleich wieder da sein. Jetzt können wir uns nach Bree aufmachen. Da oben ist auch noch einer. Ich weiß noch nicht, ob wir es wirklich schaffen, die ganzen Bezwingertaten da zu vollbringen. So. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Ja, sorry. Gib doch ein Zeichen von dir. Das hast du doch vorhin auch nicht, wo ich auf ihn zusammengeschlagen habe. Ja, da hast du aber einen Grund gehabt. Also da, ne? Ja, genau, ich habe einen Grund gehabt, ihn zu schlagen, korrekt. Nein, du hattest keinen Grund, ihn zu schlagen. So. Oh, wo bist du denn? Ich töte Bargästen. Wir werden jetzt mal einen kleinen Abstecher machen. Folge mir, mein junger Padawan. Bin ich denn junger Padawan, Mann? Doch, du bist mein Sohn. In diesem Spiel zumindest. Also, du bist mein junger Padawan. Du bist jünger als ich. Nein, das ist kein Star Wars. Also bin ich kein Padawan. Doch. Nein, das ist kein Star Wars. Das nicht, aber... Halt's Maul! Dann bist du weiterhin mein Sklave, okay. Ein Ring, sie zu knechten. Sie alle zu finden. Okay, zu treiben. Ist klar soweit? Ja, ist klar soweit. Und bei ihm? Ja, auch, ne? Ich muss mal irgendwas gucken. Der macht die Augen auf. Keine Ahnung. Nein! Dieser Moment, wenn man einfach nur nicht mal auf Angreifen drückt, muss man den jeweiligen Gegner nochmal angreifen. Tja. Kame Ise, bitte einfügen. Biatsch. Biatsche. Biatsche. Ich? Mhm. Okay. Was denn? Ah, ich finde deine Lache manchmal so gut, ey. Naja, wenigstens habe ich eine. Eine was? Eine Lache. Du klingst wie so ein alter Klodeckel. Ja, besser oder, als... Naja, eher wie eine Toilettenspülung. Guck, was ist das denn? Anti-Exploit. Ja, hat die gerade ein Fenster geöffnet. Anti-Exploit. Ach so. Ich dachte gerade so, will er jetzt? ist er jetzt auf Droge? Ist er jetzt komplett bescheuert? Ja, dachte ich tatsächlich. Gerade so minimal. So, was will er jetzt von mir? Das denkst du immer, egal was ich von mir gebe. Ja gut, aber du gibst dann immer nur Spaß von dir. Also was soll man anderes denken? Halt die Schnauze! Jetzt machst du dich auch noch über meinen Sprachfehler lustig, ey. Ich habe gerade den Ventilator ausgemacht und mein zweiter Monitor ist ausgegangen. Und das Geilste daran ist, beide stecken in zwei verschiedenen Steckdosen, die nicht miteinander verbunden sind. Ja, dann macht der Ventilator wieder an, dann funktioniert der Monitor wieder. Ganz einfache Technik. Nee, ich glaube, der Monitor funktioniert wieder. So nach einem kurzen Schockmoment. Oh Mann. Mhm. Was? Ja, okay. Ja. Ich habe die bewusst nicht in ein in eine Steckdosenleiste gesteckt. Ja. Ja. Ja, es ist. Hat trotzdem denselben Effekt. So, wo ist jetzt das eine Hügelgrab? Suche ein Hügelgrab, in das man reingehen kann. Ich weiß nicht wo. Hier unten oder nicht? Kann man doch rein. Ich weiß nicht von hier. Ich habe jetzt das ganz gefunden, wo ich reinkomme. Ich weiß auch nicht, ob man da rein muss oder ob man einfach nur irgendwo dran schlagen muss. Ja, hier ist doch so eine. Ah, ich verstehe. Du musst einfach nur da ran und dann die Spitzhacke betätigen.
Die Spitzhacke? Ja. Ah! Ew. Aha! Mhm. Sehe und staune. Zwei Jahre einfach. Ja. Dann können wir Pause machen. Tschüss. Was? Nee, wir gehen jetzt mal woanders hin, an einen Ort, wo wir noch nicht waren. Nein, nicht Mordor. Das wollte ich doch gar nicht sagen, da waren wir ja schon. Bitte. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse es. Die schon wieder, ey. So, die schon wieder. Ach, hallo, Mensch. Nein, bei der nicht. Was für ein letzte Chance. Bei der hier. Ach, nee, haben wir. Bei der hier. Ja. Ist alles so schrecklich. Ja, ist es. Ja, überlassen wir dich deinem Elend. Vom ist verreckt doch da. Hat sie doch gesagt? Wenn das doch ihr Wunsch ist, mein Gott. Dein Wunsch ist es auch, dir das Bein zu brechen. Warum tust du es nicht? Mal gucken, vielleicht klappt es jetzt. Ja. Ja, Wolski. Ja, bei mir nicht. Du bist einfach zu... Ach, das sind die Zirperkörper. Titanenknochen. Zirperkörper? Die brauchen wir für die Bezwingertat. Ganz schön. Ganz schön. Ja, die Zirperkörper sind super. Und die sind auch so delikat beim Essen. Was soll das eigentlich darstellen für Viecher? Insekten? Schaben? Na, Schaben glaube ich hier weniger. So eine Fliegenart, glaube ich. Die Zirperkörper, oder? Ja. Heuschrecken könnten es sein. Eine Heuschreckenart. Sieht ja aus wie Andi auf Koks. Na komm her, du kleiner Zirper. Körper. Wie auch immer. Genau. Das heißt Zirperkörper. Ja. Sprich es schnell aus, dann klingt es irgendwie richtig witzig. Zirperkörper. Wompa-Stomper. Zirperkörper. Wompa-Stomper. Ich meine, Wompa-Stomper war aus Mario, glaube ich. So, diese Felsen. Zirperkörper. Bin ich mir nicht gerade noch. Ja, Zirperkörper. Zirperkörper. Zirperkebab. Zirperkebab. Kebab. Kebabbe. Kebabbe.